Hey und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute war ich mit meinem Pferd Calimero ausreiten und es war so schönes Wetter, da dachte ich mir, ich nehme euch mal mit. Vorab muss ich nochmal sagen, ich weiß nicht, wie man eine Kamera richtig einstellt, wenn sie auf dem Kopf ist. Deswegen ist die Kamera auch ein bisschen zu hoch, man sieht kaum Calimero, aber ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Den Link von der Kamera packe ich euch natürlich in die Infobox. Sie war keine GoPro, sie ist keine GoPro, aber sie ist günstiger, deswegen habe ich sie auch gekauft. Die GoPro ist mir ein bisschen zu teuer und naja. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und ja, ihr werdet auch ein paar Fails sehen. An manchen Stellen des Ausrittes war er extrem energiegeladen, da er gestern nicht bewegt wurde und davor halt nur ein bisschen. Und er ist so gerannt, ich habe ihn kaum zum Stehen oder zum Halten bringen können, aber es hat zum Glück noch geklappt. Zum Glück war das nicht die ganze Zeit auf Dauer, sondern nur mal kurz, dass er mal losgeschossen ist. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hier sind wir dann nochmal galoppiert. Ich wollte nämlich schauen, ob er es auch langsam kann. Da ging es wirklich sehr, sehr gut und mich hat das total gefreut, dass wir jetzt schön den Berg hoch galoppieren konnten. Es macht nämlich unglaublich Spaß in der Heide bei uns, solche schönen Strecken zu reiten. Nun sind wir am Ende des Ausrittes angekommen und mir hat es ehrlich gesagt echt Spaß gemacht mit Calimero. Momentan macht es auch wieder mehr Spaß. Früher konnte ich ihn nicht mal irgendwie traben und jetzt geht auch schon wieder Galopp. Vielleicht ein bisschen schnell, aber daran arbeiten wir ja noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier sind wir dann nochmal schnell abgestiegen und reingegangen. Und ja, er hat ordentlich geschwitzt. Es war wohl anstrengend in der Sonne. Es war auch schön warm und unglaublich tolles Wetter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.